So, wem gehört das Gepäck hier? Wir sind hier heute zusammengekommen, um dieses wunderbare Schmuckstück zu taufen. Bitte ins Terminal 2 für alle Abflüge. Sobald man sagt, Fluchtweg, dann verstehen das alle und dann machen alle auch mit. Nee, habe ich verstanden. Also Medical Emergency haben wir 30 Jahre plus, ab und zu bewusstlos. Ich glaube, er hat das nicht so ganz zur Kenntnis genommen, dass er die komplette Schranke mitgenommen hat. Frau Giffey, walten Sie des Amtes. Geh los. Premiere am BER. Localizer arms, lights blind. Pilot Markus Hoffmann landet ein nagelneues Flugzeug. Hier erstmal ein bisschen runter. Aktuell das modernste Flugzeug in der Luftfahrt. 1000. Checks. Minimums. 50. 40. 30. 20. 10. 5. Speed rate up. Eine Boeing 787-9, auch Dreamliner genannt. An Bord keine Passagiere, nur Piloten. Sie trainieren mit dem neuen Flieger, starten und landen in Bremen, Leipzig und Rostock. In Berlin haben sie einen Termin mit dem 60 Meter langen, 17 Meter hohen und 63 Meter breiten Riesen. Das sind in etwa Brandenburger Tormaße. Millimeterarbeit für den Schlepperfahrer. So ein großes Ding hatten sie hier noch nie. Sehr groß. Also es ist wirklich eine Dimension für dich selber. Diese 787 ist die erste von 32 für die Airline. Seit 4 Wochen trainieren die Piloten mit dem Dreamliner. Auch Senior First Officer Markus Hoffmann. Also was ich großartig finde, sind diese großen Displays. Das ist wirklich toll, da hat man einen fantastischen Überblick über alle Systeme. Man kann sich alles sehr, sehr gut plastisch anzeigen lassen, was man zum Fliegen benötigt. Und dann sind es die großen Scheiben hier. Man hat wirklich einen hervorragenden Rundumblick. Und das ist natürlich schon faszinierend. Man hat wirklich einen super, super guten Blick hier raus. Markus Hoffmann fliegt seit 20 Jahren. 10 davon den A380, das größte Passagierflugzeug der Welt. Während des Lockdowns in der Pandemie hat die Airline ihre 14 Giganten stillgelegt. Lufthansa 9921, cleared for takeoff runway 18. Takeoff. Markus Hoffmann fliegt 2021 die letzte A380 der Airline. Noch einmal winkt Kapitän Matthias Sode mit dem Riesenflieger zum Abschied in Frankfurt. Ihr letzter Kurs Spanien-Teruel. Europas größter Flugzeugparkplatz für stillgelegte Flugzeuge. 50, 40, 30, 20, retard, 5. Na, auf der einen Seite war es natürlich total toll, dass ich mitten in der Pandemie als 380-Pilot noch mal fliegen durfte. Und auf der anderen Seite war es natürlich total traurig, weil zu dem Zeitpunkt sind wir davon ausgegangen, dass die Maschine in Teruel bleibt und möglicherweise von da auch keine Ahnung wohin fliegt, aber nicht mehr zur Lufthansa zurück. Und das war schon traurig. Also wieder abzustellen, die Triebwerke abzustellen, zu sehen, wie die Maschine auf den Parkplatz weggeschleppt wird, das war schon ganz schön bizarr. Das war schon auch echt ein bisschen melancholisch. Seit Januar übt der 46-Jährige für den Dreamliner. Erst Flugsimulator in London, jetzt die Trainingsflüge im Cockpit. Nach dem Abitur stand Pilot nicht auf Platz 1 seiner Berufswunschliste. Die Fliegerei war für mich schon in der Jugend total interessant. Dann habe ich aber zunächst gedacht, ich möchte in den kirchlichen Dienst und habe katholische Theologie und Philosophie studiert. Habe aber dann irgendwann erkennen müssen, dass ich das doch nicht so sehr möchte. Habe das Studium aber fortgesetzt und auch beendet. Und dann habe ich mir schlicht und ergreifend wieder den anderen Beruf mit dem Himmel gesucht und bin bei Lufthansa gelandet. In seiner Freizeit hält er noch Reden auf Hochzeiten und Beerdigungen. Die Fliegerei aber ist sein Traumjob. Nach Airbus A380, jetzt Boeing 787. Ja, es ist kleiner, aber es ist einfach ein total schönes Flugzeug. Es ist
Und ich freue mich wie Bolle, damit jetzt auf Strecke zu gehen tatsächlich. Das ist großartig. Auf Markus Hoffmann wartet ein besonderer Auftrag hier am Flughafen Berlin-Brandenburg. Die Airline will ihren neuesten Flieger taufen. Na gut. Was denn? Gute Landung. Ja, fandest du? Und der Kollege soll die Zeremonie moderieren. Ich befürchte es, ja. Das stimmt. Genau. Ja, klar, ein Logo. Das ist ja was Besonderes und was Außergewöhnliches. Und natürlich bin ich davor aufgeregt. Die Taufe ist morgen. Die Crew fährt ins Hotel. Markus Hoffmann muss noch seine Moderationen vorbereiten. Dreamliner landen täglich in Berlin aus Amerika und Singapur. Die 787 ist sparsam, leise und komfortabel. Am nächsten Morgen. 5 Uhr früh. Heute wird's voll im Terminal 1. 70.000 Passagiere sind gemeldet, die müssen koordiniert werden. Dafür zuständig Terminalmanagerin Ulrike Niefünd. Einsatzleiter Terminal Niefünd, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben noch mal eine Frage zu den Sonderflügen. Unverändert 025, 026. Na, das läuft ja richtig gut. Super, ich danke dir erstmal. Danke, tschüss. Geht die ganze Zeit weiter, ja. Dauerschleife mitten in der Nacht. Also der Akku kann nach der halben Schicht schon leer sein, ja. So, Kollegin spricht nicht mit mir. Doch, da ist sie wieder. Die Uli, gib mir mal noch mal 5 bis 10 Minuten, dann bin ich bei dir und dann können wir uns den ja greifen. Ich rufe dich sofort an, gerne. Tschüss. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Das ist ein guter Gedanke, sehr guter Gedanke. Okay, bis gleich. Juti, tschüss. So, Katharina, jetzt kommen wir vielleicht. Ein wunderschön. Also, was haben wir dir? Du hast jetzt die Ansage schon mal, die Beschallung. Die Beschallung habe ich. Dann habe ich die freundliche Begrüßung die für Abflüge. Genau. Katharina Köhler ist auch Terminalmanagerin. Ja. Und die 5. Maschine ist 7. Ihr Auftrag: Menschenmassen steuern, lange Warteschlangen verhindern und für Sicherheit sorgen. Gut, welche Funke hast du? Ich habe heute die Nummer 4. Die 4, genau, haben wir. In Ordnung. Dann wissen wir, wie wir. Ich habe das Landtelefon. Mhm. Ich bin über Land erreichbar. Terminal Manager ist kein Job für Morgenmuffel. Dienstbeginn ist um 4.30 Uhr. Sie arbeiten in 3 Schichten. Meine erste Schicht damals war auch um 4.30 Uhr. Aber ist normal für den Luftverkehr, weil hier schläft keiner. Und wir müssen auch natürlich rechtzeitig anfangen, wenn die ersten Flieger um 6 Uhr morgens rausgehen. Fangen natürlich die Kollegen rechtzeitig an mit dem Check-in, mit der Sicherheitskontrolle. Und wir müssen auch vor Ort immer sein. So, Katharina, ich glaube, jetzt haben wir alles. Ja. Dann gehen wir jetzt mal los. Okay. Ist das deiner? Meiner? Meine? In Ordnung. Dankeschön. Gut, dann ins Getümmel, auf zu den Check-in-Schaltern. Die Uli. Genau, also ich gehe mit Katharina jetzt hinter zur Null. Wir kümmern uns da ein bisschen mit um die Unioner. Charterflüge mit hunderten Fußballfans des 1. FC Union Berlin sind heute auch am Start. Wir wollen jetzt versuchen, aktiv die Gäste ins Terminal 2 umzusteuern, weil die Terminals miteinander verbunden sind. Auch von dort können die Leute deren Gates erreichen. Und da sind die Sicherheitskontrollen momentan nicht so voll. Ich würde Sie bitten, ins Terminal 2 zu gehen. Sie gehen bitte durch die Tür nach links, nach unten für alle Abflüge. Sie gehen bitte raus, gehen nach links, gehen nach unten zum Terminal 2, bitte. Ja, so muss es gehen. Deshalb bin ich auch klein, meist nicht zu sehen, aber zu hören. Das ist der Grundsatz, das Prinzip und das funktioniert. Zur Tür raus, nach links, nach unten zum Terminal 2. Sicherheitskontrollen komplett leer. Einmal bitte zu dieser Tür raus und zum Terminal 2. Go please to Terminal 2, go outside, go down. Ich war in Tunesien die ganze Zeit. Hab für den alten, guten Reiseveranstalter Thomas Cook, Neckermann Thomas Cook, gearbeitet. Und nur in Tunesien, an den Flughäfen in Tunesien die ganzen Jahre unterwegs gewesen. Und da ist so eine Lautstärke auch vollkommen normal. Zur besseren Verstellung. Gehen Sie einfach durch.
Klingt nach einem Traumjob. Das war's, ja. Aber wie wir ja alle wissen, hat sich das ja mit Thomas Cook leider erledigt. Und da musste dann eine Alternative wieder her. Also bin ich in die alte Heimat und hab dann direkt hier angefangen. Die Managerinnen helfen, wo sie können. Sie können auch gerne die anderen Sicherheitskontrollen nutzen. Das ist Ihnen überlassen. Bloß die wird jetzt voll laufen. Ist es ein Priority Boarding? Nach ihrem Abitur macht sie eine Ausbildung zur Luftverkehrskauffrau. Eine Mischung aus Berufsschule und Job. Die Terminals sind verbunden miteinander. Ihr kommt da gut zu eurem Gate. Ich durfte das letzte Jahr noch in Tegel mitmachen, 2019. Das war ganz toll. Wir haben den Flughafen abgeschlossen, geschlossen und dann sind wir hier zusammen umgezogen, haben hier eröffnet. Ich war am letzten Tag da und quasi am ersten Tag hier. Zuerst arbeitet sie am Terminal für Privatjets, kümmert sich um die Schönen und Reichen und wechselt nach 4 Jahren zum Terminalmanagement. Die British Airways, die um 6.15 Uhr Boarding hat, ins Terminal 2 geht. Ist doof. Ich würde hier langsam mal wieder jemanden reinlassen. Genau, wollen wir das selber steuern? Weil nee, das ich rufe Alex an. Die Kontrollstelle soll wieder geöffnet werden. Können wir durch? Moment, lassen Sie uns das. Warten Sie bitte einen Augenblick, nicht drängeln. Das wird gleich freigeschaltet und dann gehen wir alle nacheinander rüber. Und dann stellen wir uns an. Es ist ganz schönes Chaos hier. Wir haben es aber unter Kontrolle. Organisiertes Chaos. Fluggäste kritisieren und beschimpfen sie jeden Tag. Damit kann sie mittlerweile umgehen. Jetzt kurz aufpassen, jetzt wird es gleich losgehen. So, bitte sich auf alle Eingänge verteilen. Genau. Schwieriger wegstecken kann sie dagegen aggressive Passagiere. Einige rasten noch mal völlig aus. Erst vor wenigen Tagen hatte sie so einen Fall. Der hat uns bedroht, beleidigt. An der Info, das war abends. Wir waren auch nicht mehr so gut besetzt. Das war sehr unangenehm. Oft ruft sie die Bundespolizei zur Hilfe. Konfrontationen, die nachwirken. Es geht nicht so einfach vorbei. Manchmal braucht man schon ein paar Tage, um ja, das zu verarbeiten, ganz einfach, ja, um wieder gerne zur Arbeit zu kommen. Es gibt natürlich auch gute Situationen, dankbare Menschen, die sich wirklich freuen, wenn man denen geholfen hat, auch so bei Kleinigkeiten sind viele sehr dankbar. Auch wenn man eine gemeinsame Sprache gefunden hat, wenn der Passagier kein Deutsch kann, kein Englisch, und man hat jemanden gefunden, der seine Sprache spricht, freuen sich ganz viele und sind auch wirklich dankbar. Es gibt solche und solche. So, nun sieht's gut aus. Kaum noch Warteschlangen. Dieser Auftrag erledigt. Aufgepasst wird immer und überall. Ein paar Meter weiter im Terminal kann schon wieder alles ganz anders aussehen. Aber hier sieht das sehr, 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 sehr gut heute aus. Ist doch aufgeräumt jetzt auf einmal, nicht? Ganz klasse. Sehr schön entspannt. Nur mit dem Licht sparen wir ein wenig. Es ist aber ein bisschen heimelig und kuschelig. Das sind wirklich schon erste Schritte, um ein wenig Strom zu sparen. Dass wir hier wirklich ein bisschen dimmen. Aber es macht da ist ganz toll. Ist doch nett so. Sehr angenehm für die Augen. Die Uli. Katharina, bis später. Wir sehen und hören uns. Vom Terminal zur Taufe. Im Westen. Eine Boeing 787, die Crew dazu und der Pilot Markus Hoffmann, studierter Theologe, der richtige Mann heute für eine Flugzeugtaufe. Es wäre super, wenn die anfangen hochzugehen, dann wird oben die Taufe. Sollen die sich umdrehen dazu und schauen oder sollen die Richtung Gäste schauen? Danach gehen die rein. Gehen die alle rein. Können die rein. Letzte Proben. Eigentlich wollte die Airline in ihrer Technikhalle feiern, doch der Flieger ist zu groß. Deshalb ist die Party vor den Toren. Pilot Markus Hoffmann moderiert das Event. Ja, es ist schon ganz schön spannend, was hier heute passiert ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also gestern mit dem Flugzeug hier angekommen und es selber landen dürfen und jetzt diese Taufzeremonie moderieren zu dürfen, das ist schon ganz schön großes Tennis, das muss ich ganz echt sagen. Was macht dein Herz? Ja, es puckert ganz schön. Ja, tatsächlich. Die Airline ist der Veranstalter.
200 Gäste sind geladen. Piloten, Politikerinnen, Prominente. An der ZKS 13. Ja, ich bin ja, ich werde mir das zeigen. Hans-Georg Steiner ist Local Manager am BER. Sein Job heute? Für Sicherheit sorgen auf dem Flughafengelände. Es ist unser Flughafen und deswegen müssen wir natürlich sicherstellen, dass den Flughafenrichtlinien alles entsprechend hier abläuft und wir natürlich unseren täglichen Flugbetrieb nicht beeinträchtigen. Lufthansa wurde 1926 in Berlin gegründet. Bis 1945 war hier der Hauptsitz. Hans-Georg Steiner arbeitet seit 7 Jahren an Flughäfen. Erst Schönefeld, dann Tegel. Seit 2020 Berlin-Brandenburg. Danke dir. Ciao. Eine Flugzeugtaufe hatten wir nach meiner Kenntnis das letzte Mal der A380 der Lufthansa in Tegel. Der wurde auch auf den Namen Berlin getauft. Aber hier am BER hatten wir noch keine Flugzeugtaufe. So viele Flugzeuge mit dem Namen Berlin gibt es ja auch noch nicht. Die Boeing 787 ist der 7. Flieger, der Berlin heißt. Die erste Flugzeugtaufe in der Unternehmensgeschichte ist 1960 in Frankfurt. Willy Brandt, damals regierender Bürgermeister an der Spree, gibt Champagner über eine Boeing 707 und verpasst ihr den Namen Berlin. Seitdem ist es Tradition, dass alle Maschinen der Airline überwiegend nach deutschen Städten benannt werden. Taufpatin ist heute Franziska Giffey, aktuell die regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt. Markus Hoffmann ist startklar, Moderationskarten inklusive. Zurück ins Terminal 1. Terminalmanagerin Katharina Köhler ist auch für Durchsagen zuständig. Guten Morgen. Morgen. Na, wie geht's? Gut. Läuft. Ich übernehme jetzt genau. Ja. Gut. Alles klar. Gut. Dann bis später. Bis dann. Von diesem Arbeitsplatz steuern wir die Ansagen im Terminal, in Terminal 1 und auch in 2. Wenn zum Beispiel ein Passagier gesucht wird, bei falsch geparkten Autos, bei den Sicherheitskontrollen. Es gibt jede Menge Ansagen, die sich mit der Zeit ergeben haben. Genau hier bleiben wir dann ungefähr 1 bis 2 Stunden am Tag und warten, bis Anrufe kommen und überwachen die Ansage, dass auch alles im Terminal läuft. Speziell dafür ausgebildet wurde sie nicht. Nur eine Schulung hat sie bekommen. Der Rest ist reine Gewöhnungssache. Das war mein größtes Problem, die Scheu, mich selber zu hören und ins Mikro zu sprechen, weil davor kannte ich das gar nicht. Das hat sich aber mit der Zeit so ergeben. Man hat es geübt und irgendwann die Scheu davor verloren. Klar gibt es noch Ansagen, die einen ein bisschen überfordern, wo man sich verhaspelt und das wiederholen muss, aber Übung macht den Meister, würde ich sagen. Hallo, Ansage, hier Katharina. Okay, wird erledigt. Gerne. Bis dann. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einem Kollegen, der ist unten an der Information in der Check-in-Halle und er sucht jemand, eine Frau. Und diese soll ich jetzt ausrufen in der gesamten Halle, dass sie hoffentlich die Ansage hört und auch zu der Information kommt. Vielleicht gibt es da Probleme, vielleicht hat sie ein Dokument verloren oder ähnliches. Eine Durchsage für Frau Elisa Niedersetz. Wir bitten Sie, sich zur Fluggastinformation auf Ebene E1 zu begeben. Paging Passenger Elisa Niedersetz. Please proceed to the information desk at the level E1. Im Terminal 1 stehen die Menschen wieder Schlange. Das hat Einsatzleiterin Ulrike Niefünd natürlich schon längst registriert. Und da versuchen wir mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, dass die Leute, die hier draußen überall stehen, sich mal in geordneten Linien auch irgendwo anstellen. So, dann müssen wir hier schon mal eine Sekunde, kleinen Moment bitte. Das ist noch meine Oma, die geht die ganze Zeit. Die darf ja mit. Ich werde sie doch nicht trennen, um Himmels Willen.
Wenn Sie das nicht selbst wollen. Sie kommen mit mir hier vorne bitte lang. Einmal umdrehen bitte und dann gehen wir hier mal rein. Kommen Sie hier schon rein bitte. Menschenmassen vor den Schaltern einordnen. Eigentlich eine Aufgabe der Airline. Das sollte der Check-in machen. Wenn aber von der Zeit her nicht die Möglichkeit besteht, Passagiere kommen natürlich rechtzeitig, stehen dann schon an, da ist das Personal aber am Schalter noch nicht vorhanden. Also ist es dann wieder unser Job, hier Ordnung reinzubringen. Und so rennt sie jeden Tag quer durch die Terminals, auf der Suche nach dem Chaos. 10 Kilometer liegt sie dabei pro Schicht locker zurück. Es ist nie eintönig, auch wenn man meint, man ist immer an demselben Ort. Es ist aber prinzipiell jeder Tag anders. Es wird nie ein und dasselbe bleiben. Und das macht es eben auch über 20 Jahre noch interessant. So, das war's. Ordnung. Die Stunde im Ansagebüro ist geschafft. Katharina Köhler genießt den Sonnenaufgang. Nur kurz im Vorbeilaufen eher. Ja. Aber es ist wunderschön manchmal so. Die 33-Jährige ist verheiratet. Ihr Mann ist Pilot. Sie fliegen in einer Woche in den Urlaub. Es ist eine besondere Reise. Es ist unsere Hochzeitsreise. Und es geht nach Thailand. Hast du erst vor wenigen Tagen geheiratet? Ja, genau. Letztes Wochenende. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Zurück zur Flugzeugtaufe. Die Zeremonie beginnt. Moderiert von Pilot Markus Hoffmann. Taufpatin ist Franziska Giffey. Neben ihr US-Botschafterin Amy Goodman sowie 200 Gäste. Sie stehen im Sicherheitsbereich des Flughafens. Für Local Manager Hans-Georg Steiner läuft alles nach Vorschrift. Beruhigt, beruhigt, dass alles so gut läuft. Jetzt kannst du eh nichts mehr ändern, oder? Jetzt können wir nichts mehr ändern, aber bisher war es wirklich perfekt. Also sehr zufrieden. Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Liebe Gäste hier in der Lufthansa-Technikhalle am Flughafen von Berlin. Mein Name ist Markus Hoffmann. Sie sehen es, ich stehe hier in einer Uniform. Und obwohl ich Kölner bin, ist es kein Kostüm bei mir, sondern ist tatsächlich meine Arbeitskleidung. Normalerweise stehe ich nicht hier und feiere mit Ihnen Flugzeugtaufe. Normalerweise sitze ich im Cockpit dieses Flugzeugs tatsächlich zukünftig und darf es durch Europa, darf es durch die ganze Welt fliegen. Und vielen Dank. Gestern Abend noch durfte ich dieses Flugzeug hier hinten auf der Runway landen. Später darf ich es hier wieder starten. Und jetzt darf ich mit Ihnen diese Zeremonie hier begehen. Das ist schon wirklich ganz schön spannend. Der Ablauf streng nach Protokoll. Zuerst die Reden vom Chef der Airline, von der Taufpatin und der US-Botschafterin. Vielen Dank. Und ganz wichtig, die Unterschrift auf der Taufurkunde und die Geschenke für den Schreibtisch, wenn Sie drauf passen. Ja, und nun ist tatsächlich der Moment gekommen. Das Besondere ist, dass dieses Flugzeug nicht wie in der Kirche mit Wasser getauft wird oder wie in der Kreuzfahrtindustrie mit Champagner, sondern Frau Giffey wird dieses Flugzeug heute mit Berliner Weiße mit Schuss taufen. Frau Giffey, Walz Ihres Amtes. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, die folgenden Worte sagen zu dürfen. Ich taufe diese Boeing B787 auf den Namen Berlin und wünsche allen Passagieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der deutschen Lufthansa allzeit einen guten Flug. Hier mit Rot, ja?
Papa Alpha nun auf den Namen Berlin getauft worden. Und wir haben jetzt gemeinsam die Chance, in dieses Flugzeug hineinzugehen. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss zusammen. 294 Sitze hat der Dreamliner. Das Kabinenlicht orientiert sich automatisch nach dem Biorhythmus von Crew und Passagieren. Die riesigen Fenster, können Sie wieder hell machen? Ja, klar. Haben elektrische Jalousien. Ein Hightech-Flieger, modern, sparsam und heute mit besonderem Schuss. Es war ein tolles Ereignis und ich habe es ja mit Berliner Weiße mit Schuss taufen dürfen. Eine etwas unübliche Flüssigkeit für die Flugzeugtaufe, aber das muss man natürlich schon standesgemäß hier in Berlin machen. Und wir freuen uns natürlich, dass dieses eines der modernsten Flugzeuge der Welt heute hier mit dem Namen Berlin in die Welt ausgesandt wird, um auch für die Hauptstadt zu stehen und ein Stück weit die Botschaft Berlins als wettbewerbsfähige, als vielfältige, als moderne Metropole in die Welt zu tragen. Nach einer Stunde ist die Taufe Geschichte. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Von der Regierenden noch schnell ein Interview. Für Markus Hoffmann heißt es glücklich und zufrieden. Geschafft. Ein aufregendes Erlebnis? Ja, es war super spannend. Und jetzt allmählich fällt die Nervosität natürlich von mir ab. Und hat echt Spaß gemacht, aber es war auch natürlich fordernd. Aber insgesamt eine mega tolle Erfahrung. Ein kurzer Besuch der 787 geht zu Ende. Dass der Dreamliner noch einmal wiederkommt, steht in nächster Zeit nicht an. Langstreckenflüge der Airline ab Berlin sind derzeit nicht geplant. Aber bestimmt war das nicht die letzte Taufe am BER. Pilot Markus Hoffmann sitzt schon an seinem Lieblingsplatz. Er darf zurück nach Frankfurt fliegen. Gleich. Von der Taufe zum Tower. Alpha 9040, guten Tag. Da war ja Mike A. Liner, Brandweg 25 Left. United mit einer 767 wie immer, ne? Ja. Da ist er. Da fällt sie gerade hinten raus. Grau in Grau mit einer Lampe dran. Air France 1 to Victor Hotel, hallo Number 2 an Approach, Wind 300 degrees, 100 knots. Da kommt schon der nächste Bewerber. Das sind die serbischen Freunde, die gerade landen. Die kommen da hinten, das Licht am Horizont. Ingolf Jappe ist Fluglotse auf dem Tower der deutschen Flugsicherung. Er funkt mit Piloten. Hier geht es im Prinzip nur darum, in der Luft die Flieger voneinander klar zu halten, dass man Mindestabstände hält. Und hier am Boden, dass man nicht zwei Leuten gleichzeitig die gesamte Piste verspricht. Das ist im Prinzip der Kern des Ganzen. Der lange Weg der Anreise dauert natürlich 3 Jahre Ausbildung und es ist ziemlich facettenreich auch hier. 90 Lotsen arbeiten in 3 Schichten auf dem BER-Kontrollturm. Also grundsätzlich haben wir ja diese Zweiteilung, dass wir hier die Südseite, da die Nordseite haben. Die Kollegen arbeiten hier im Norden. Und auf der anderen Seite auch für den Süden. Alpine A3, Romeo Kilo, Tower Low, Line Up Runway 25 Left. Dazu kommt die Rollkontrolle gleich daneben, praktisch die Arbeitsplätze, die zuständig sind für alle Rollbewegungen zwischen Piste und den Vorfeldern. Und hier genau in Terminalrichtung hier vorne haben wir die Kollegen vom Vorfeld, die praktisch hier einparken, ausparken in der richtigen Reihenfolge und so weiter, diese ganzen Bewegungen hier lenken. Das gibt es tatsächlich nur hier bei uns so, dass unsere Vorfeldlotsen hier mit integriert sind, im selben Raum und in derselben Firma. Für uns natürlich mega günstig, weil wir ganz kurze Kommunikationswege haben, na, dass wir hier kurze Absprachen treffen können, ohne zum Telefon greifen zu müssen. Das machen wir alles so. Mit 72 Metern ist der Tower nach Düsseldorf der zweithöchste Kontrollturm Deutschlands. Hier steuern sie den Flugverkehr am BER.
Da guck mal, da steht so ein kleiner Flieger oben drauf, der zeigt uns, wie rum heute geflogen wird. Nämlich von links nach rechts. FM Final Port Speed, Türkisch, 6 Delta. Jetzt haben wir einen Anflug und Nico versucht gerade herauszufinden oder die Flieger so zu beeinflussen, dass wir die Lücke, die davor ist, noch für den Start nutzen können. Ja. Genau, haben wir einen fertig an der Startbahn stehen, der ist abflugbereit, hat jetzt eine Freigabe zum Start bekommen mit der Bitte, sich zu beeilen, weil der Anflug, der ist nicht mehr weit. 600 Wind 290 degrees from the north runway 25 left here, Chen. So, ne, der Start ist weg von der Bahn, braucht jetzt noch ein bisschen bis hinten zu unserem Sicherheitsabstand, den hat er jetzt und jetzt könnte man praktisch den zweiten Flieger schon über der Piste erwarten. Wir haben also noch genug Abstand. Mal gucken, dass er sich hier nicht verrollert. Nee, das passt. Clear to land. So lautet die Landeerlaubnis der Lotsen an den Piloten. Und mit dem Clear to land, was wir sagen, dahinter verbirgt sich tatsächlich nichts anderes, als die Landebahn ist für ihn frei. Und zwar nur für ihn. Ja, und zwar die ganze. Das ist die Information, die er braucht. Halt, ne? Um dieses Versprechen einzulösen, bedarf es natürlich ein paar Sachen ringsrum, dass alles andere vorher freigeräumt ist, dass sich in diesen Funksendeanlagen ILS, dieses Instrumentenlandesystem, was praktisch das maßgebliche Signal für die Flieger ist, dass sich da keine Fahrzeuge oder irgendwelche anderen Sachen befinden, die dieses Signal stören könnten. Und alles das beinhaltet letztendlich diese Freigabe zur Landung. Ingolf Japp ist auch Pilot. Er fliegt Privatjet und Hubschrauber. Seit 30 Jahren ist er Fluglotse. Gott, wie hat's angefangen? Als kleiner People mit Modellbau tatsächlich. Ich habe mit 13 angefangen mit Segelfliegen, also mit der Theorie. Ne? Gleich hier um die Ecke Friedersdorf. Mit dem 14. Lebensjahr links ins Segelfliegercockpit. Mit 15 ist man alleine geflogen. Das ging ja ziemlich schnell. Schönhagen ist die andere Ecke, ist da drüben. Etwa gleiche Entfernung in die andere Richtung da drüben. Da fand die Motorflugausbildung statt. Das war dann zu der Zeit Ende der 80er schon. Ja, hatte schon den vormilitärischen Touch, braucht man sich nicht vormachen. Und es ging ja schon in die Richtung, dass man da Richtung Militärfliegerei in die Struktur noch eingeführt wird. Ne? In solchen Fliegern saß er schon. Jagdbomber, Düsenjet, Propellermaschinen und Segelflieger aus Holz. Eine Lizenz für Privatjets hat er auch noch. Aber wo schlägt Ingolfs Herz? Mehr Pilot oder Lotse? Das kann man gar nicht sagen. Das ist das eine wie das andere, ne? Wenn man so ja, Luftfahrer ist. Fliegen und fliegen lassen. Wenn es das richtige Maß zueinander hat, dann macht beides Spaß. Geben wir mal eben der Scoot ihre Landefreigabe, damit der weiß, dass er hier richtig ist. Scoot 734, Wind 290 degrees, 99 Runway 25 left, clear to land. So, da kommt der Große. Aus Singapur. 500 Flugzeuge starten und landen jeden Tag am BER. Gut, da war ich. Das war's für die Fluglotsen. Die Kollegen übernehmen. Genau, gleich nebenan, der Rollkontrolle, Ground sozusagen. Da geht er hinter dir gerade von der Start- und Landebahn runter. Die ist jetzt wieder frei für die nächste Landung. Und er wird automatisch, da hat er schon die Frequenz wechseln und kriegt die Anweisung von der Startbahn, wie er dann zum Vorfeld kommt, ne, über die verschiedenen Rollbahnen, die wir hier haben. So haben wir uns die ganze Welt hier ein bisschen aufgeteilt. Und dann geht's ans Einparken direkt. Ne? Dann drüben die Kollegen im Vorfeld, die wissen dann Bescheid, wo er denn genau hin muss. Der Flughafen Berlin-Brandenburg hat 100 Flugzeugparkplätze, 25 davon mit Fluggastbrücken. Plötzlich ein Notfall in einem Flieger. Lotsen aus Bremen haben weitere Infos. Ja, ich verstanden. Also Medical Emergency haben wir. Ausstieg über hinten, 30 Jahre plus, ab und zu bewusstlos. Alles klar. Gehen wir so weiter an die Feuerwehr. Die Maschine landet gleich. Alarm auch im Terminal. So, wem gehört das Gepäck hier? Gehört irgendjemand das Gepäck? Hallo? Ja, dann bleiben Sie bitte bei Ihren Taschen.
Nein, bitte, nee, bleiben Sie bei Ihren Taschen. Sonst ist die Polizei in 0, nichts hier. Nimmt Sie und Ihr Gepäck mit. Nee, Sie müssen bei Ihrem Gepäck bitte bleiben. Ja, ja, ich bin da. Nee, mal danke schön, ja. Bei dem Gepäck, danke. Okay, alles gut, ja? Herrenloses Gepäck kann hier in Sekundenschnelle alles lahmlegen. Hätte sich jetzt der Besitzer nicht aufgefunden, müssten wir den Bereich absperren. Wir müssen die Sicherheit rufen. Später würde die Polizei vielleicht dazukommen, wenn sich der Besitzer immer noch nicht aufgefunden hat. Wir würden Ansagen machen und das wäre eine größere Maßnahme, die dann auch Zeit und Personal in Anspruch nimmt. Ich würde Sie ein bisschen zur Seite bitten, dass Sie nicht an- oder umgerempelt werden. Einfach ein bisschen auf die Seite gehen. Dürfte ich Sie bitten, die Schlange ein bisschen zu mir zu bewegen, damit die Fluchtwege frei bleiben? Und der Rest kommt ein Stück hier rum, dass Sie nicht angerempelt oder umgeschubst werden. Gut gemacht, perfekt. Genau, und hier sich einfach ein bisschen mit anstellen, damit die Schlange nicht in den Flur geht. Sobald man sagt Fluchtweg, dann verstehen das alle und dann machen alle auch mit. Uli, ich übernehme. Bitte. In Terminal 2. Einmal hier geradeaus bis zur Mitte, eine Etage runter und weiter in diese Richtung ins nächste Gebäude. Bis zur Mitte, Etage runter und dann nochmal in diese Richtung. Genau. Danke. Gerne. Der nächste Einsatz für Katharina Köhler und Ulrike Niefünd ist draußen, vor dem Terminal. Ein Autofahrer hat die Parkplatzschranke abgefahren. Ob er sie nicht gesehen oder mit Vorsatz gehandelt hat, lässt sich schnell ermitteln. Flughäfen sind kameraüberwacht und an fast jeder Ecke steht Polizei. Die Polizei ist bei ihm, der ist stehen geblieben. Und davor steht ein grauer PKW und den haben sie jetzt schon im Beschlag. Das ist der, der die Schranke mitgenommen hat. Das ist auch normal. Die Schilder, man kann sich auch die Schilder angucken, die stehen auch nicht mehr alle wirklich so kerzengerade. Das ist eigentlich auch täglich Brot. Die setzen mal rückwärts zurück, zack, so ein Verkehrsschild einfach mal umgefahren, Schranke abgefahren. Ganz normales Tagesgeschäft, ganz normal. Alles unser Job, man sollte überall Augen und Ohren haben. Der Fahrer bekommt eine Anzeige von der Polizei und eine Rechnung vom Flughafen. Die Straße bleibt gesperrt, alles muss auch hier umgelenkt werden. Dagegen können selbst die Terminal-Managerinnen nichts machen. Nach 8 Stunden ist ihre Schicht zu Ende. Jetzt knurrt ihr Magen, kein Problem am Flughafen. Die vielen Bistros in den Terminals reichen völlig aus. Hast du schon mal bei den Fisch und Chips gegessen? Nein, noch nicht, aber man sollte das ja mal machen. Das soll ich hab's, gut sein, ich habe sogar noch nicht mal diese Currywurst gegessen. Vom Terminal zum Tower. Ein Pilot hat einen Notfall an Bord gemeldet, einen sogenannten Medical Emergency. Ein junger Passagier sei bewusstlos. Normal die Alpines, ne? Alles klar. Die Maschine muss schnell landen. Dafür ist Fluglotse Ingolf Japp verantwortlich. Gudi kriegt verkürzten Anflug, ist er schneller hier, da unten ist er schon südlich Berlin. Der ist so südöstlich, 10 Meilen, 12 Meilen etwa. Der ist gleich da. Bei Notfällen sind alle Kollegen im Tower informiert. Das sprechen wir hier drinnen gerade ab, wer noch was wissen muss. Wichtig ist, dass die Ambulanz erstmal dass die informiert sind. Das machen wir direkt über den Feuerwehr-Hot-Button und dann wissen die Bescheid. Klar, Moment. Alpine, 90 November, Wind 290 degrees, 11.25 left, cleared land. Der Flughafen hat eine Rettungsstation mit einem Notarzt und mehreren Rettungswagen. Die Helfer warten auf den Flieger, der ist bereits im Landeanflug. Jungs, Eitri, Victor, Kilo. Hallo, Leine, Bravo, 25 left. Das ist die Maschine mit dem bewusstlosen Passagier. Ja, da sieht man jetzt aus, die Wolken fallen da hinten. Alles gut. Ingolf Japp hat Starts und Landungen verschoben, damit das Flugzeug freie Bahn hat, schneller landet. Mehr kann er für den Notfall nicht machen. Die Kollegen übernehmen jetzt. Der Fluglotse muss sich wieder um andere Flieger kümmern. Aber 96. November, hallo, continue approach. Departure might be ahead. Der Tower ist auch für Regierungsflieger des Kanzlers und der Bundesminister zuständig.
Also abgefertigt werden die von dem eigenen Personal da drüben, aber sobald sie auf unser Rollbahnsystem halt gebracht werden, dann sind sie halt bei uns wie ganz normale andere Flieger. Ne? Die meisten davon haben tatsächlich eine Vorrangstellung. Also sollten nicht verspätet werden. Der Moment, jetzt kommt unser Rettungshubschrauber wieder, der will wieder nach Hause, wie es aussieht. Christoph von einer Roger, bucht links. Nico Schönrock ist Azubi zum Fluglotsen. Ingolf Japp ist auch Ausbilder. Ah, Nico ist mittlerweile so ein Versiert, der ist schon eine ganze Weile bei uns. Da sind wir jetzt so beim Feinschliff angekommen. Austin to Mike, Tower Low, Wind 300 degrees, 9 knots, runway 25, left clear to take off. In 3 Wochen hat er seine Abschlussprüfung. Germanwings 9 X-Ray Lima, Wind 290 degrees, 10 knots, runway 25, left. Na, das läuft, siehst du. Schwupp, ist er airborne. Na, damit ist er jetzt auf der Abflugroute unterwegs. Die ist ja festgeschrieben, aus unseren Händen entlassen in die Hände von den Radarlotsen. Die sitzen halt in Bremen. Die sehen ihn jetzt natürlich auf dem Radar und werden ihn dann bis nach, lass mal gucken, bis nach Wien und ein Stückchen des Weges bis nach Wien begleiten. Die Lotsen müssen nicht zwingend aus den Fenstern schauen. Alle Informationen erhalten sie auch über ihr modernes Radarsystem am Computer. Der Kleine hier rollt mit einem Airbus 320 auf das Gate C08. Da ist er. Man möge sich vorstellen, dass wenn man rausguckt und in den Nebel schaut, die Variante haben wir ja oft, wenn die Wolken tiefer sind als unser Kanzel hier, dann möchte man auch gerne wissen, was unten los ist. United 963 is approaching 25 left on Mike Amy, United 963, good morning, Solina Brandwe 25 left. Das gute Stück geht, der geht nach New York. Herrschaften, willkommen an Bord. Das ist ja schön. Schön, euch zu sehen. Nach 2,5 Stunden werden Fluglotsen abgelöst und haben erst einmal Pause. Grundlegend genau, haben wir die 25 links. Ja. Trocken gut, aber grünes IMC. Immerhin grün. Der Kontrollturm ist rund um die Uhr besetzt. Vom Tower in den Westen. Clear for Takeoff ist auch die frisch getaufte Berlin mit Co-Pilot Markus Hoffmann. Er steuert die Boeing zurück nach Frankfurt mit einem kleinen Zwischenstopp. Wir fliegen erst nach Paderborn. Dort hat die Lufthansa die Tante U, U52 und die Super Constellation eingelagert, um uns quasi bei dem Flughafen erkenntlich zu zeigen und vor dem Hintergrund, dass wir auch noch einen weiteren Trainingsflug brauchen, machen wir da einen kurzen Zwischenstopp. Landen dort, halten aber mit laufenden Triebwerken an und werden dann da den Weiterflug für Frankfurt vorbereiten und dann geht's nach Frankfurt. Und dann hast du endlich Feierabend. Dann habe ich Feierabend. So sieht's aus. Vielen Dank. Schönen Dankeschön. Flug. Dankeschön. Alles Gute. Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Tschüss, Berlin. War schön bei euch. Tschüss. Die Lufthansa-Gruppe erhält in 5 Jahren 32 Dreamliner. Laut Listenpreis des Herstellers kostet ein Flieger 292 Millionen Euro. Die ersten Passagierflüge starten in dieser Woche. Kurzstrecke von Frankfurt nach München. So können viele Crews und Piloten ausgebildet werden bis Anfang Dezember. Dann geht der Flieger auf die Langstrecke. Erstes Ziel New York. Pilot Markus Hoffmann wird auch an Bord sein. Das sagt er zu. Kreuzziel 1 gleich.